Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 3 Updates und 3 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ghost Fenrir und bei Basti Kuhn für die Mitgliedschaften als Hofboss. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Wie immer starten wir mit den Updates, und zwar kommt das erste Update für die Mod Bank Management von MX11, Downloadgröße 25 KB, in der Version jetzt von 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: unnötige Log-Einträge entfernt, die Nachkommastellen des Geldbetrages gerundet. Das nächste Update kommt von den Gigant GD4HS Pack von Jens M. Downloadgröße 15,68 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Warnkleber hinzugefügt, Nachlauflenkung an den Hinterrädern hinzugefügt, Seitenmarkierungen hinzugefügt, Aufkleber aktualisiert, Preis geändert, Entladegeschwindigkeit geändert, Markenlogo geändert, Zylinder gefixt, Räder versanken mit Last im Boden gefixt, Gigant GD420HS Anhänger hinzugefügt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Update, und zwar ist das für den Trumark RBTW. Dieser kommt von Agrar Design Austria, Downloadgröße 5,63 MB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Moddesk Version erhöht, Achsenheben und Senken über Taste X entfernt, nur noch mit Maus steuerbar. Ballen lassen sich nun befestigen mit Taste X, Ballenwagen zu- und aufklappen, Modellkorrekturen und kleine Korrekturen. Und damit kommen wir schon zu den ersten neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Almaz Stavar Pack, kommt von AVSR Modding Team, Downloadgröße 9,9 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Pack kommt mit diesen zwei Elementen. Zum einen den Stavr 3, das ist dieser hier, mit 827 Kilo, braucht 155 PS und hat eine Arbeitsbreite von 3,1 Meter. 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 10.300 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Standard zu für Kirovets Traktor. Der zweite dieser Tiefenlockerer kommt mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,30 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 16.500 Euro. Hier gibt es die Konfiguration der 5er Version oder die 7er Version, die dann ein Gewicht hat von 2,3 Tonnen, braucht 380 PS, hat eine Arbeitsbreite von 7,40 Meter. Der Preis liegt dann bei 20.700 Euro und die Arbeitsgeschwindigkeit bleibt bei 12 km/h. Auch hier kann der Anbaukupplungstyp geändert werden für Kirovets Traktoren oder Normal-Standard-Version. Die Reifenvarianten hier gibt es Karma Tires und einmal Nortec. Wir kommen zum AW14T Anhänger, kommt von EJ Creative Design, Downloadgröße 13,55 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Anhänger hier, kommt mit einem Volumen von 18,1 Kubikmeter, 5,9 Tonnen wiegt dieser und kostet 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, Nokian, BKT, Continental und Trelleborg. Die Reifenvarianten, die kriege ich natürlich mal, kann ich mal durchklicken, aber viel gibt es da nichts zu sehen. Lichtoptionen bedeutet hier hinten, das sind diese Lichter hier, rund 1, rund 2. Und dann den Block, das sind die drei Versionen. Markenaufkleber, ja oder nein. Dann die Fahrgestellfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette. Die Karosseriefarbe natürlich aus derselben Farbpalette gewählt werden. Und die Hydraulikzylinderfarbe kann gewählt werden aus derselben Palette und betrifft natürlich hier diesen Zylinder. Natürlich kann auch noch die Felgenfarbe angepasst werden nach eurem Geschmack, so wie ihr das gerne hättet. Ich mache es rot und das war's schon zu diesem Anhänger. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt diese Schrotmühle, kommt von Togrim, Downloadgröße 5,65 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken, da gibt es zwei, und zwar ist das die eine, diese hier, das ist die, die heißt Schrotmühle ohne Verkaufsstation, und dann gibt es hier die Schrotmühle mit Verkaufsstation, die ist dann hinten angebaut, schauen wir uns gleich an. Kostenpunkt für beide sind 96.000 Euro und kann die mit Mais Plus verbundenen Rezepte herstellen, und zwar einmal Deuker Getreideschrot, und zwar ist das dieses Rezept hier,
Dann gibt es Maisschrot, das man hier machen kann. Dann kann man auch hier Zuckerrübenschnitzel herstellen. Das heißt also Zuckerrüben hinbringen und dann werden die geschnetzelt. Dasselbe mit den Kartoffeln. Das ist also gedacht ganz klar im Zusammenhang mit Mais Plus, was hier auch verlangt ist, dass man dies installiert hat. Hier haben wir den Abholtrigger. Hier haben wir den Liefertrigger für die Getreidesorten, Kartoffeln und Zuckerrüben. Den kann man offen zuklappen. Zum Abladen muss man diesen aufgeklappt haben. Und wenn man die Version gewählt hat mit der Verkaufsstation, dann haben wir hier hinten natürlich die entsprechende Verkaufsstation. Hier kann dann verkauft werden, was hier hergestellt werden kann. Das heißt, man muss also nicht weit fahren, einmal ums Haus fahren und dann hat man das schon abgeladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Mod extrem schön gemacht. Super schön, die Stimmung stimmt. Die Auflösung ist hervorragend. Mir gefällt die Idee und ja, sehr schön gemacht. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Heute waren es nur Mods für PC und Mac. Ich weiß nicht, was los ist bei Giants. Auch gestern gab es, glaube ich, nur eine Mod für alle Plattformen. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wir haben Bergfest. Mittwoch ist überstanden. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche und wir sehen uns sehr bald. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab. Möchtest du keine weiteren Mod-Videos verpassen? Überlege dir, den Kanal zu unterstützen, indem du Mitglied wirst und damit auch namentlich erwähnt wirst. In diesem Sinne noch einmal einen schönen Rest der Woche. Bis sehr bald. Danke, tschüss und hasta luego.